Oh, hier ist eine Karte. Die kann man fotografieren. Aber das bringt uns eh nichts. Okay, ich glaube, hier finden wir nichts. Wir müssen hier einfach rausgehen. Am besten den Geräuschen folgen. Das ist immer schön. 2:22. Okay. Gelbe Kerze. Oh. Besucht unsere Kunstwerke in der biblischen Irrgarten. Nee. Oh, bitte keine Irrgärten. Oder sehe ich mich ja mal gar nicht, Alter. Kann ich die Kerze anzünden irgendwie? Kann ich mir Licht machen mit irgendwas? Haben wir noch unser Feuerzeug? Haben wir nicht. Ist das assi? Bitte keine Irrgärten. 1987. Okay. Die Kakerlaken zeigen uns gar nichts. Hinter uns ist 1987. 1951. Ich mache jetzt einfach mal von allem hier Fotos. Okay. Haben wir noch eine Kerze? Wir erneuern unser Irrgarten jedes Jahr. Ah, okay, okay. I got it. Damit springen wir in die Zeit. Okay. So, jetzt sind wir in 1987. Jetzt können wir erstmal zurückgehen. Erstmal gucken, was hier so ist. Nämlich gar nichts. Oder? Doch, hier ist eine Tür. So, jetzt können wir uns hier erstmal 1987 angucken. Guck mal, hier ist ein Safe. Das ist unser... Ah, das ist unser Lager-Safe. Ablegen. Ja, dann legen wir hier doch erstmal... Was legen wir denn ab? Was brauchen wir denn nicht? Ich glaube, die Dosen brauchen wir nicht. Glockenturm, Kronstein, Beistuhl, gelber Irrgarten, blauer Irrgarten, grüner Irrgarten, roter Irrgarten. Okay. Okay. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Da traumatisiert er mich, ja. Naja, du kannst das so verstehen, Dirty. Dass wenn ich mit einer Gilf ankomme, dann ist meine Schwester traumatisiert und meine Schwester hätte wahrscheinlich lieber, dass ich eine coole Freundin habe. Als irgendeine Gilf. Is this her coffin? Ist ihr Sarg. The eye is missing. Okay, ist klar. Und auf den Bildern was? Nee. Okay, ich glaube, wir können einfach nur in die Irrgarten gehen. Oh, ich habe echt keinen Bock auf Irrgarten. Ich kann sowas nicht, ne? Wenn da jetzt auch noch irgendwas hinterher rennt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, das fühle ich gar nicht, Mann. Fucking Jesus auch noch überall. Na, was hast du hier, Hocker? Kann man hier benutzen? Kann ich euch hier anzünden? Kann hier Kerzen aufstellen? 3 Stück, aber wir haben nur 2. Ich will ja eine neue Freundin aus der Beziehung bekommen, keine Oma. Das stimmt. Lea möchte lieber eine haben, die mit der sie auch was anfangen kann. Blaue und gelbe Kerze. Okay, warte mal. Blaue, gelbe Kerze. Wir sind jetzt im gelben Irrgarten. Das heißt, wir können hier eine gelbe Kerze abstellen. Aber das bringt uns halt herzlich wenig. Boah, das ist mir viel zu viel Gerätsel. Ich bin einfach nicht gemacht für sowas. Ich bin viel zu dumm dafür. Lass mal die Kerze jetzt erstmal hier stehen oder nehmen wir sie mit? Wir nehmen sie erstmal mit. Irrgarten ist ganz einfach, immer links halten.
Kommst du da drauf, Lea? Aber tatsächlich ist der Weg gar nicht so schwer. Oh, Omas sind doch super. Ja, Paul, gönnt ihr doch eine Oma. So, wir gehen erstmal in den Grünen hier. Und das ist dasselbe. Hier können wir wieder Kerzen abstellen. Okay, wir haben halt immer drei Kerzen. Also, wir haben, wahrscheinlich finden wir hier jede Kerze einmal und wir haben aber drei Bilder. Und ich gehe mal fast davon aus, dass eine biblische Kirche ist, müssen wir die Kerzen auch immer bei Jesus abstellen. Die anderen Porträts sind egal. Würde ich jetzt einfach mal so grob tippen. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal die anderen Kerzen, bevor wir hier alle Irrgarten abklappern, weil das bringt uns so ja herzlich wenig. Brauchen noch zwei. Ich denke, danach fällt der Sarg bestimmt auch runter. Wenn du immer mit deinem linken Arm an der Wand lang gehst, kommst du irgendwann raus. Echt? Okay. Kerzen sind richtig, nur Bilder nicht. Okay, alles klar. Dann fehlen uns aber jetzt trotzdem noch zwei Kerzen. Lass uns erstmal die Kerzen suchen, denke ich. Ich denke, das macht wohl mit am meisten Sinn. Jetzt soll es ja auch irgendwo noch nach oben gehen. Okay. Nehmen wir zum Beispiel noch eine Kerze. So, da haben wir schon mal die rote. Jetzt fehlt nur noch die grüne. Oh, hier ist eine Karte. Okay, hier fehlt diese... Der Glockenschlag. Oh, so viele Items, die man sich merken muss. Wie lange machst du denn heute? Maximal 12 Uhr. 12 Uhr ist eigentlich so angepeilt heute. Ich denke, ich werde gleich nochmal eine kurze Pause machen. Wir gucken uns jetzt mal noch ganz kurz in 2022 um. Ich schon mal fix eine rauchen und dann bis 22 Uhr werde ich heute machen. Ja, 22 Uhr, 24 Uhr, sorry. So, ach nee, 2022, das sind wir ja gerade. Das war dumm. Wir gehen 1987 und dann gehen wir erstmal in 1951 zurück. So. Und jetzt sind wir am Anfang. Okay, hier beichtet sie wahrscheinlich, dass sie getötet hat. He took so many
Ach nee, die reden über Hitlers Zeiten, glaube ich. Ja, safe. Weißt du, dass ihr Mann halt einfach Angst hatte davor, weil er für so eine Gaskammer zuständig war, okay? Was soll uns das jetzt bringen? Ihr habt ihn wahrscheinlich umgebracht. Okay, warte mal, die erzählt mir jetzt immer dasselbe. Okay. Oh, erzählt ihr das jetzt die ganze Zeit? Ach du Scheiße. Ist zugeschlossen. Okay, wir müssen eine Kerze noch finden. Und dann ist aber... Ah, hier ist der Sarg zum Beispiel nicht. Okay, das heißt, wir müssen die Kerzen safe im... Mal ist sie gerade rausgegangen. Bin da leider schon mal raus, bin saumüde, viel Spaß euch noch. Alles klar. Tatsächlich solltest du das Game heute durchbekommen, echt. Okay. Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht erwartet. Aber wo finden wir erstmal die andere Kerze? Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Was ich mich halt frage, wo stellen wir denn dann am Ende die Kerzen ab? Im 2022? Nee, das geht nicht. Im 1951? Oh. Oder im, im 1988 oder was auch immer? I don't know. Wo stellen wir die Kerzen ab? Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, wo finden wir die letzte Kerze? Wir haben blau, wir haben gelb, wir haben rot, aber uns fehlt die grüne. Habe ich irgendwo eine Kerze übersehen, Leute? Ich bezweifle, dass wir die Kerzen hier im Irrgarten finden. Das ist, denke ich, Quatsch. Also irgendwo muss ich eine Kerze übersehen haben. Eine drinne? Nee. Oh, kannst du mal die Fresse halten? Ich habe ein Foto von dir gemacht, Mann. Ich weiß, dass du jemand getötet hast. Hier ist eine Karte. So, aber hier geht's ja nicht weiter. Katzenbraten, weißt du? Wer will Katzen essen? Was ist los mit dir? Der Ort bringt uns halt gar nichts, habe ich das Gefühl. Der hier ist ziemlich unnütz. Also das meiste haben wir eigentlich im 1987 gefunden. Aber ich gehe nochmal nach 222. Ich will nochmal kurz hier den Raum checken. So, weil jetzt haben wir hier ja halt gar nichts mehr. Eine Delikatesse in Florida, echt jetzt? Hm. 22, hier haben wir nichts. Hier gibt es auch keine Kerzen. Okay, 222 ist einfach nur unsere Gegenwart, aber finden werden wir hier nichts. Das ist einfach nur zum Speichern von unseren Items gedacht. Das heißt, wir müssen safe erstmal hier hin. 87.
Nee, aber die essen Waschbären, Opossum, Alligatoren. Ja gut, das weiß ich. Waschbären habe ich nie gegessen, Alligatoren habe ich schon mal gegessen. Schmeckt eigentlich ziemlich geil. So, hier ist der Sarg. Den müssen wir dann runter fotografieren. Kann ich was benutzen? Was soll man hier benutzen? Achso, hier könnte man dann das I einfügen. Ne, hat man ja schon. Boah, ich bin gerade mega lost. Es ist so richtig, richtig lost. Ich habe gerade echt gar keinen Anhaltspunkt. Ich schnall das auch nicht mit den Kerzen. So, wo fügen wir denn die Kerzen ein? So, hier ist jetzt zum Beispiel der rote Irrgarten. So, und auch hier haben wir wieder drei Porträts. Und hier ist kein Jesus, hier ist der dicke Mann, den hatten wir schon mal irgendwo gesehen. Ich habe halt keine Ahnung, woher wir wissen, auf welches Podest wir die Kerzen tun. Oder brauchen wir einfach nur drei Kerzen? Egal welche Farbe? Nee, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, Quatsch. Gelb, Rot, Blau haben wir. Müssen wir danach gehen, welches Porträt wir überall finden? Hier haben wir einen dicken Mann, wir haben hier die Violine und wir haben eine hübsche Frau. Dicker Mann, Violine, hübsche Frau. Gehen wir jetzt einfach in den grünen Gang mal rüber und checken, was wir da finden. Oh, warte mal, hier ist eine Tür. Ah, die ist zu, schade. Rote Kerze müsste rechts aufgestellt werden, also beim dicken Mann. Aber auch in diesen Jahrgang gehe ich jetzt mal davon aus, ne? Weil der andere Jahrgang macht ja keinen Sinn. Sackgasse. Aber trotzdem fehlt uns immer noch eine Kerze. Das fuckt mich so ein bisschen ab. Okay, kannst du mal aufhören, so mächtig zu stöhnen. So, dann hätten wir jetzt hier die rote Kerze beim dicken Mann. Na, 1951, roter Raum, rote Kerze rechts. 1951. 1951? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt nicht im 1951. 1951 war da, wo der Beistuhl war. Das heißt, wir sind jetzt hier komplett falsch. Das heißt, wir müssen ein Jahr weiter, also einen Zeitsprung weiter zurück, aber dann wissen wir immer noch nicht. Grüne Kerze sollte nach der Beichte auftauchen. Okay, dann habe ich die wahrscheinlich übersehen. Okay, das ist ja kein Problem. Dann gehen wir nochmal ganz schnell zurück. In das Jahr und gucken beim Beichtstuhl nochmal nach der Kerze. So. Erst hier. Okay.
Aber wo sollte die auftauchen? Warte mal, da schwebt was. Ah, das ist eine Kerze. Oh, Scheiße! Das war keine Kerze. Okay, also, Paul, im 1951 tun wir die Kerzen. My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Paul, wir stellen die Kerzen im 1951 auf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Im 1951er Jahr. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell in rauchen. Dieser Dreck. Warte jetzt nochmal kurz, was Paul sagt, wegen 1951. Und dann gehen wir jetzt hier in den roten Raum und fangen mit der roten Kerze an. Und lassen uns einfach gemütlich von den Typen abstechen. Nee, rote und blaue Kerze 1951, andere. Ah, okay, man muss die splitten, alles klar. Ja, dann machen wir jetzt hier die rote und die blaue und dann gehen wir in das andere Jahr und dann gehe ich mal fix eine rauchen. So machen wir es. Also, rote rechts hast du gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie man da drauf kommen könnte, dass man jetzt die rote rechts macht. So gar nicht. So, rote rechts. Immer bei der wunderschönen Frau, okay. Geil, morgen Frühstück, schon eine Stunde kann das hier noch gucken. Geil! Ich geh doch einfach weg! Nee, da sehe ich mich ja mal gar nicht. Und tschüss. Ich habe ein Foto gemacht, du Spaß. Hör auf, mich abzustechen. Wir starten wieder in dem Jahr. Oh, wir haben die rote Kerze schon mal platziert. Okay, das heißt, wir müssen noch die blaue platzieren. Oh, man kommt drauf, indem man die richtige Farbe mit dem richtigen Bild assoziiert, glaube ich. Okay, ich glaube, dafür bin ich einfach nicht mehr gemacht, Alter. Dafür bin ich einfach viel zu hart mit mir am Kämpfen, nicht hier in Panik auszubrechen. So, wir gehen erstmal 1951. Wie kann ich dem Dude denn abhauen, Alter? Wie sollen wir das denn schaffen? Er sticht mich einfach ab wie so ein Schwein. Wenn er jetzt einfach durch. Wunderschöne Frau, zum Beispiel, dass mir dem Leben gemein spricht, die heilige Mutter Maria. Okay. Warte mal, hier ist der rote. Oh, scheiße, ich bin falsch gelaufen. Wo ist denn der blaue Raum? Fuck. Das war unnötige Zeit. Da ist der blaue Raum. Thank you.
Blaue Kerze, wieder bei der Maria. Oh, ich kann nicht mehr. Aber der Tränen Marias. So, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder abgestochen wie so ein Schwein. Oh, ich sehe nichts. Kann er einfach mal leise atmen? Will doch nur raus. Will doch nur zu meiner Mama. Mag nicht mehr. So. Gehen wir jetzt in das Jahr und ich geh fix einen rauchen. Und Paul, du müsstest mir dann nur noch sagen, wo wir die anderen zwei Kerzen. Achso, immer bei der schönen Frau. Okay, nevermind. Ich bin fix einen rauchen, bin gleich wieder da und ich lasse euch hier diese wunderschöne Musik mit diesem flackernden Hintergrund einfach an. Wenn ich abgestochen werde, könnt ihr euch freuen. Bis gleich.